Halleluja! Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen hier in der Orferöder Kirche. Es freut mich sehr, dass ihr alle meiner Einladung gefolgt seid, von nah und fern euch auf den Weg gemacht habt, damit ihr gemeinsam mit mir meinen anstehenden 70. Geburtstag feiern könnt. Nochmals ganz herzlich willkommen. Eine Geburtstagsfeier in der Kirche zu starten, ist eher ungewöhnlich. Aber da ihr mich alle kennt, denke ich, es passt. Mir war und ist es wichtig, Danke zu sagen. Danke sagen, ihn loben, den Schöpfer aller Dinge, für ein bewegtes, vielfältiges Leben. Bunt war es, mein Leben. Und deshalb lade ich ein, von dem Liedblatt das erste Lied, Großer Gott, wir loben dich, alle kraftvoll mit einzustimmen. Meine Heimatkirche. 1824 wurde sie geweiht und entsprach damals in Größe und Pracht dem Reichtum von Orferode. Fuhrleute und Weinhändler, die bis zum Rhein und nach Hamburg ihre Fuhren unternahmen, brachten Reichtum und Ansehen hierher. Und so entstand dieses große Gotteshaus. In dieser Kirche begann mein christliches Leben. Am 15.08.1954 wurde ich hier mit meiner alten lieben Freundin Evi zusammen getauft. Damals war es noch die große Saalkirche. Die Verkleinerung, Renovierung und Umbau wurde 1966 begonnen und war rechtzeitig zu unserer Konfirmation am 21.04.1968 abgeschlossen. In der neu renovierten Kirche wurde ich dann gemeinsam mit meiner anderen lieben alten Freundin Doris hier vor diesem Altar eingesegnet. Mein Konfirmationsspruch aus Psalm 121 lautet: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ein Wegbegleiter durch Höhen und Tiefen meines Lebens. Und wie ich kürzlich herausgefunden habe, auch das Bibelwort, das über dem Jerusalemweg steht. Gottesdienstbesuche über all die viel zu schnell vergangenen Jahre hinweg. Gemeinschaftlich singen, beten und mehr über die Bibel zu erfahren, haben mich stark geprägt bis heute. Kirche heißt Gemeinschaft. Es kommt nicht auf die Hülle, das Gebäude, sondern den Inhalt, die Gemeinschaft an. Die kirchlichen hohen Feiertage mit Postgottesdiensten habe ich besonders gern besucht. Denn dann war die Kirche richtig voll, so wie heute. Als spirituell bereichernder Höhepunkt erlebte ich hier in der Kirche die Taufe und Konfirmation von Anna Maria und Johannes, neben anderen familiären Anlässen und ganz besonders, als ich Pfingsten 2016 meine Enkelin, unser Paulinchen, hier taufen durfte. Worauf sich die Kirche, die christliche Gemeinschaft, gründet, erfahren wir in einem weiteren Lieblingslied von mir. Die Kirche steht gegründet.
Gemeinschaft haben, aber nicht nur im Gottesdienst, sondern Gemeinschaft mit euch. Das war und ist mir wichtig. Das liegt mir am Herzen, sehr am Herzen. Viele Wege gehen wir im Laufe unseres Lebens. Wege der Freude, aber auch Wege des Leides. Kraft, Trost und Zuversicht im Alltag und in schwierigen Zeiten durfte ich erfahren, unzählige Male. Wunderbare, oft überraschende, sich öffnende Türen erleben, um auf neue Wege geführt zu werden. Aber dann gab es auch so manchen Moment, wo ich mich fragte, ist da wer? Thank you.
Ja, da ist wer, da war wer. Ganz außergewöhnliche und oft überraschende Fügungen und Führungen durfte ich immer wieder bis heute erleben. So auch sehr intensiv kürzlich auf dem Jerusalemweg durch die Türkei. Sie haben mich beflügelt, sie haben mich beseelt, gestärkt in Dankbarkeit und Zufriedenheit. Was für ein großartiges Geschenk. Ja, da ist wer, da war wer, und ich vertraue darauf, dass auch in Zukunft jemand dort sein wird. Ich danke euch allen, denn you raise me up. Thank you.
Wir wollen Fürbitte halten. Danke, du großer, gütiger Gott, dass wir eine Heimat haben, dass wir Geborgenheit finden können, dass wir unser Leben nicht allein leben müssen, sondern Menschen mit und um uns wissen. Lasst uns bitten für die Menschen, die an diesem Tag gern bei uns gewesen wären, aber uns schon vorangegangen sind. Dankbar gedenken wir ihrer in Erinnerung an all das Gute, das sie zurückgelassen haben. Lasst uns all unsere Wünsche, unsere Hoffnungen in das Gebet legen, das uns Jesus schenkte. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen wir nun gemeinsam "So nimm denn meine Hände". Mögen wir alle nicht nur behütet in die Feier gehen, sondern auch unser weiterer Lebensweg gesegnet und behütet verlaufen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.